Hallo und herzlich willkommen zurück zum Let's Play von Project Cars auf der PlayStation 4. Und ja, keine großen Vorreden, ich gehe gleich zum Kalender. Was haben wir als nächstes? Stroke GT4 M1 Pro Car Challenge. Schon wieder? Okay. Das war einmal wöchentlich, so wie das aussieht. Ich habe also noch einiges vor dieses Jahr. Nun gut, egal. Ich spring mal hier hin. Und diesmal findet es in Zolder statt. Wie in Zolder war ich, glaube ich, schon. Ich gehe gleich mal zum Qualifying. Das Rennen dauert 8 Runden. Ja, passt. Also gleich mal zum Qualifying. Wieder in Belgien. Ja, natürlich, diese Strecke kenne ich ja irgendwie schon ein bisschen mit dem McLaren F1. Ach ja, ich habe natürlich noch versucht beim letzten Mal den Ton ein bisschen leise zu stellen, falls es dann immer noch zu laut sein sollte, also der Spielton. Die Kommentarspur zu leise, werde ich natürlich die Spieltonspuren noch ein bisschen leiser machen. Aber das müsst ihr mir sagen, weil solange ich mich gut verstehe, ist es für mich laut genug, muss ich ehrlich gesagt sagen. Okay. Schauen wir mal los. Es ist leicht bewölkt. Das sollte kein großer Unterschied sein. Ich habe jetzt nicht geschaut, welchen Schwierigkeitsgrad ich eingestellt habe. Auf 72%. Weil ich mal weg von der Ideal von der Boxen ausrufen kann. Ja, müde. Das sind klassische Anfängerfehler. Augen auf dem Kopf oder was? Oder hast du sie hinten im Hinterkopf? Kann man nur so blöd sein. Verdammt. Ich schaue schnell nach, weil ich habe da nicht hingeschaut. Ich hoffe, es ist dann wieder von vorne. Ich denke schon. War beim letzten Mal ja auch so. Okay, nochmal. Ach, es war bei 70%. Gut. Dann bin ich mir jetzt sicher. Dann können wir losfahren. Sorry nochmal, dass ich das Ganze zweimal machen muss, aber ich habe dann mal lieber nachgeschaut. Ich habe mir schon überlegt, hier die Download Packs, also die DLCs zu kaufen. Schon allein nur um das Spiel zu unterstützen. Weil
Ich habe wirklich nur bei sehr, sehr wenigen Spielen gekauft, ich viel DLCs. Wirklich bei sehr wenigen. Die einzigen Spiele, wo ich wirklich so DLCs gekauft habe, sind Need for Speed, Road Street, Need for Speed Shift 2. Kalte Reifen und nichts, das ist einfach. Nicht so das Wahre. Mit kalten Reifen wirklich ziemlich auf dem Weg. Ziemlich schlecht. Ich will das Auto ja gut zu fahren. Sehr anständig. Man muss es dort wieder lernen. Vor allem auf einer Strecke, die man unbedingt kennt. In 2 Wochen, die ich Pause gemacht habe vom Let's Play, die habe ich genutzt, um wachen zu gehen. Und ich habe mich auch ein bisschen mit der PS Vita befasst. Ich habe es nun endlich geschafft, Team Play durchzuspielen. Und habe schon ein zweites Spiel durchgespielt. Verdammt. Das zweite Spiel trägt den Namen Danganronpa. Echt zu empfehlen. Langsam.
wenn sie klein werden und dann doch gekämpft, dann nicht mehr an die Box. Wie muss ich das jetzt machen? Abkürzen geht nicht, ob das. Was wird jetzt gemacht? Ein bisschen getankt. Ja, ist gut, ist gut, ist gut, ist gut. Ja, zumindest werden die Reifen nicht gewechselt. Hallo. Ist gut, danke schön. Was ist der Tank eigentlich? Knapp 80 Liter. Und die Reifen werden noch gewechselt. War eigentlich nicht nötig, eigentlich hätte ich nur tanken müssen. Ich habe das natürlich nicht eingestellt, das hätte ich vorher machen müssen. Go, go, go! Naja, ich hoffe zumindest, dass meine Reifen warm sind jetzt.
weil die Unzeit der Sonne gestrichen wurde. Gut, dann kann ich die Sitzung eigentlich beenden. Das hat auf jeden Fall gleich mal gereicht. Und ich starte von der Pole Position. Schön.